einige Dinge, die ihr vor einer Reise nach Namibia wissen solltet. Geld. Namibias Währung ist der Namibia-Dollar, der 1:1 fest an den südafrikanischen Rand gebunden ist. Beide Währungen werden überall in Namibia akzeptiert. Ihr könnt immer mit einer beliebigen Mischung aus Rand und Namibia-Dollar zahlen und erhaltet auch gemischtes Wechselgeld zurück. Da es nicht überall Geldautomaten gibt, solltet ihr euch in den Städten mit ausreichend Bargeld eindecken. In den Lodges und Hotels könnt ihr zumeist aber auch problemlos mit Karte zahlen. Strom. In Namibia und Südafrika werden besondere Stecker benötigt. Hier hilft oft kein handelsüblicher Weltadapter, sondern ihr benötigt die speziellen südafrikanischen Adapter. Diese gibt es aber oft für wenig Geld in Supermärkten, Hotels oder Camps zu kaufen und manchmal kann man sie auch einfach ausleihen. Verkehr. Ein leidiges Thema sind die Straßen. Es gibt einige wenige Teerstraßen in Namibia, der Rest sind Sand- und Schotterpisten oder bei Swakopmund Salzpiste. Leider werden die Sand- und Schotterpisten nur schlecht gepflegt, sodass ihr recht schnell die Erfahrung machen werdet, was mit African Massage gemeint ist. Sprich, euer Auto und ihr werdet ordentlich durchgerüttelt. Nicht selten queren Wildtiere oder Rinder die Straße, weshalb ihr möglichst nicht im Dunkeln unterwegs sein und auch nicht zu schnell fahren solltet. Es gilt Linksverkehr, was außerhalb der Städte aber unproblematisch ist, da die Straßen dann oft extrem leer sind. Es gibt nicht überall Tankstellen, also tankt ihr am besten immer, wenn ihr die Möglichkeit habt. Essen bzw. Vegetarier. Ja, irgendwie finden auch Vegetarier immer etwas Essbares, aber es gibt sicherlich bessere Reiseziele, um vegetarischen Gaumenschmaus zu erleben. Und auf großartiges Verständnis oder gar Begeisterung für einen fleischlosen Lebensstil werdet ihr bei den Namibiern, die besonders stolz auf ihr hervorragendes Biorind und Wildfleisch sind, wohl eher selten treffen. Wer hingegen ein ordentliches Stück Fleisch zu genießen weiß, wird voll auf seine Kosten kommen. Denn das Essen war in den von mir besuchten Lodges auf beiden Reisen nach Namibia immer ausgesprochen gut. Gästefarmen. Sofern ihr nicht mit Zelt oder Camper unterwegs seid, so solltet ihr nicht nur in Hotels, sondern auf jeden Fall auch in Guestfarms übernachten. Hier habt ihr die Gelegenheit, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen und oft züchten die Farmer wild, sodass man auch außerhalb der Nationalparks eine kleine Safari unternehmen kann. Auf den Tisch kommt oft das, was direkt von der Farm stammt. Ich persönlich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Klima und Reisezeit. Das Klima Namibias ist extrem trocken. Und wenn sich Namibia treffen, geht es sehr schnell darum, bei wem es wann wie viel Niederschlag gegeben hat. Jeder scheint einen Regenmesser im Garten stehen zu haben und führt akribisch Buch. Wer besondere Probleme bei trockener Luft hat, sollte daher an entsprechende Produkte wie Augentropfen, Nasensalbe, Cremes oder Lippenpflege denken. Oft wird es auch sehr staubig. Achtet also auf eure Elektrogeräte, insbesondere die Fotokamera. Ich habe Namibia in den Jahren 2017 und 2019 jeweils im April bereist und war begeistert. Allerdings war es bei meiner zweiten Reise schon extrem heiß und trocken. Einige Wochen nach meiner Rückkehr Ende April 2019 war in der Presse zu lesen, dass die Dürre in Namibia in diesem Jahr die schlimmste seit 90 Jahren war. Es fiel viel zu wenig Regen, um die Tiere zu ernähren.
Schon im vergangenen Jahr forderte die Trockenheit immense Opfer. Laut eines Berichts des namibischen Landwirtschaftsministeriums sollen 2018 mehr als 63.000 Tiere verendet sein. Daher rief die Regierung im Mai 2019 den Katastrophenfall aus. Die Behörden entschieden, Wildtiere zu verkaufen, um die übrigen Tiere zu retten. So hat die Regierung rund 1.000 Wildtiere aus Nationalparks, darunter auch 28 Elefanten und 60 Giraffen, versteigert. Allgemein wird als beste Reisezeit die Trockenzeit zwischen Ende Mai und Ende September empfohlen. Doch es ist fraglich, ob dies angesichts des Klimawandels weiterhin gelten wird. Getier, also Skorpione, Spinnen und Schlangen. Man trifft auf sie relativ häufig. Daher solltet ihr generell, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, aber besonders im Dunkeln, feste Schuhe tragen. Wer möchte, kann eine Blaulichtlampe mitnehmen, da Skorpione im Dunkeln dann blau leuchten. Das Loch eines Skorpions ist übrigens halbrund und daher gut zu erkennen. Mein Fazit: Ja, Namibia ist wild und ursprünglich, doch lasst euch davon nicht abhalten, dieses einmalige Land zu bereisen. Denn ihr werdet garantiert mit tollen, einmaligen Eindrücken zurückkehren.